Hallo Leute, da sind wir wieder mit Factorio und wie ihr sehen könnt, habe ich hier Kohle angeschlossen. Ich habe hier auch eine Kiste mit Eisen hingestellt, sodass wir Schwefelsäure produzieren können. Alles sehr provisorisch und wir haben fast eine volle Kiste mit Sprengstoff, den wir hier gleich mal verwenden können, um etwas Klippensprengstoff zu produzieren. Und ich denke, das war's dann auch schon. Denn mehr Granaten habe ich nicht. Aber das sollte zumindest mal genügen, um hier etwas aufzuräumen. Das war schlecht gezielt, denn jetzt brauche ich zwei mehr. Aber das Wichtigste ist eigentlich hier unten. So dass wir unseren Bus gerade ziehen können. Und hier wollen wir vielleicht von dem Band was nehmen. Dass wir alle Bänder etwas gleichmäßig belasten. Gut, der Bus soweit sieht gerade aus. Wir sind mit der Forschung durch, beziehungsweise ich habe Radar abgebrochen, denn für die blauen Kärtchen, da sind wir noch einiges weg, denn wir brauchen da zuerst rote Schaltkreise. Für rote Schaltkreise brauchen wir elektronische Bauteile. Für elektronische Bauteile brauchen wir Kunststoffstangen. Die könnten wir zwar inzwischen bauen, aber wir brauchen auch Silizium. Silizium bekommen wir aus einem Ofen von Quarz. Und Quarz bekommen wir aus Sand und Wasser in einer Filteranlage. Also da steckt wieder eine ganze Produktionsreihe dahinter. Und hier haben wir ja mal die grünen Schaltkreise. Und was wir auch irgendwo platzieren müssen, ist quasi eine Fabrik für unsere Förderbänder, Greifarme, Arme etc. Und wenn ich hier mal so durchschaue, da brauchen wir Zahnräder, Eisenträger, Automatisationskerne und dann hier Greifarmteile, Eisenstangen. Da brauchen wir dann Stahl und für die brauchen wir Eisenträger und Zahnräder. Und hier brauchen wir noch Kupfer. Also, wir brauchen Maschinen. Vielleicht fangen wir gleich mal mit den besseren an.
Und ich denke, das Erste, was wir hier mal brauchen, wird werden Zahnräder sein. Und wie üblich, auf lange Sicht werden wir immer zu wenig Platz lassen. Drum denke ich, lassen wir hier zwischen dieser Fabrik und dem nächsten etwas Platz, setzen das Ganze auch etwas nach oben, denn ich denke, da unten rein, da brauchen wir noch etwas für Quarz und Silizium. Und dann können wir mal schauen. Das typische Layout ist ja so dreireihig, Fließbänder, Untergrund und dann die Teiler. Da wir aber einiges an Materialien brauchen, müssen wir schauen, wie wir das hinbekommen. Vielleicht müssen wir hier etwas Platz machen. Wir haben uns zwar die Forschung angeschaut, aber nichts Neues ausgewählt. Und wir haben hier verschiedene Möglichkeiten. Wir haben hier auch noch die Militärkarten. Die können wir machen. Wir haben dann die Stapelgreifarme, die Vorstufe für die Module. Solar, da brauchen wir dann schon wieder die blauen dazu. Rüstung, Eisenbahn und die Schmelzöfen, und das beschäftigt uns dann doch etwas. Nun, das klassische Setup sieht ja wie folgt aus. Ach, so viele neue Sachen hier drin. Zahnräder und dann die Förderbänder da nach oben. Und ich denke, das, was wir hier machen müssen, ist zwei Bänder hier in der Mitte. Das heißt, das Ganze geht etwas nach außen. Und dann wenn wir dann hier Eisen reinbringen, und was brauchen wir? Die Greifarmteile brauchen wir sicher noch. Wir brauchen aber auch die Eisenträger. Jetzt mal schauen. Verhältnis. Da brauchen wir keine. Da brauchen wir. Untergrund werden wir weniger bauen als Fließbänder. Das heißt, ist okay. Und Eisenstangen brauchen wir eigentlich auch nicht allzu viele. Hier für die Greifarmteile brauchen wir
und hier für die. Das heißt, machen wir hier noch die und hier in der Mitte machen wir die Greifanteile. Da machen wir Kupfer rauf. Und damit wir hier überhaupt was Sinnvolles bauen können, brauchen wir einiges an Material. Also hier da kommt Eisen rauf und da kommt Kupfer rauf. Und dann heißt es wieder warten. Wenn wir die auf die äußeren Bänder legen, dann bekommen wir da ein volles Band. Und das heißt, hier würden wir das dann aufs innere Band legen. Und dann fehlt uns quasi ein Band, wo wir das hier raufpacken können. Ah, mal schauen. Schleim. Jetzt wissen wir, wofür wir den Schleim brauchen. Den brauchen wir für Dünger und Erste-Hilfe-Koffer. Gut, wissen wir das auch. Jetzt, da wir den Strom angeschlossen haben, sehen wir auch sehr viel klarer, wo wir stehen. Hier unten brauchen wir die Dinger erst ab da und dann hier oben vielleicht brauchen wir dann da eine dritte Spur. Wenn wir das so machen, wahrscheinlich müssen wir das einfach mal so durchziehen. Und den legen wir hier mal auf die Seite. Ja. Weil dann können wir hier das auf die Außenseite legen. Und
dann hier das Ganze so nach oben ziehen. Und natürlich sind uns die Förderbänder wieder ausgegangen. Und auch die Untergrund. Das heißt, wir können hier, hier und hier eine Maschine platzieren. Für die, haha, wir können das besser machen, denn die brauchen wir noch nicht. Die brauchen wir noch nicht. Hier in der Mitte machen wir die, dann hier auf der Seite die Untergrund und hier. Aha. Wir machen das einen näher. Wir machen das so. Hier die Untergrund auf dieser Seite und dann die Teiler hier. Und dann hier mal Tunnel rein. Und dann ziehen wir das hoch. Und dann brauchen wir hier mal Eisen und legen wir das mal hier in eine Kiste, begrenzen die auf so viel. Und dann hier brauchen wir die und dann brauchen wir hier eine Kiste, denn wir müssen die transferieren und die Kiste begrenzen wir auf einen Stack. Und dann hier geben wir das Ganze wieder raus. Gut. Dann hier das Gleiche. Jetzt fehlt es mir am Kupfer. Der geht da raus, ein Stack. Und hier denke ich, reichen 4 Stack.
Gut. Und dann denke ich, das Ganze für Rot ist identisch. Blau dann nochmals. Nur für Blau brauchen wir, glaube ich, noch Schmiermittel. Die Lader lasse ich da mal außen vor. Das würde das Ganze etwas kompliziert machen. Gut, und dann schauen wir, wo wir da hinkommen. Das nächste Interessante werden dann die Greifarmteile sein. An diesem Punkt, wo wir uns mit den Greifarmen beschäftigen, da brauchen wir auch keine Zahnräder mehr. Hier hinten brauchen wir dann Stahlzahnräder. Aber da brauchen wir auch rote Schaltkreise, das heißt, das ist sowieso noch außerhalb vom derzeitigen Fokus. Aber wenn wir das hier so platzieren, dann können wir im Wesentlichen dieses Band hier hochziehen und dann da, wo wir unsere Zahnräder hätten, können wir das reinmachen. Und dann bekommen wir das so hin. Und dann Kisten. Da brauchen wir vielleicht hier eine. Puh. Hoffentlich das letzte Mal, wo ich die von Hand bauen muss. Okay, was fehlt uns denn hier? Da fehlen uns die Eisenstangen. Die liegen hier unten. Da brauchen wir einen etwas längeren Tunnel. Dann hier denke ich, brauchen wir nicht ganz so viel. Hier noch weniger. Da brauchen wir dann auch noch Stahlplatten und die hier. An die kommen wir leicht dran. Und dann ziehen wir einfach hier nochmal ein Band hoch für Stahl. Stahl haben wir da unten liegen. Dann geht das so rum.
Und ich denke, darüber machen wir noch Maschinen oder für die Greifarme. Die brauchen wir dann nicht. Und dann haben wir hier noch etwas. Ja, hier brauchen wir wieder Zahnräder. Bauen wir hier die und da die. Und dann werden wir schauen, wie wir das hinbekommen. Abgesehen davon, dass es uns an Materialien mangelt, haben wir das Ganze so weit erreicht, dass wir hier die Miner produzieren, da die Montagemaschinen. Hier haben wir die Aussparung für die zwei Stack-Inserters, Stack-Greifer. Und hier unten habe ich etwas umgebaut. Ich habe drei zusätzliche Maschinen für Zahnräder, welche hier so ziemlich das ganze Eisen wegsaugen. Und dann hier habe ich auf dieser Seite die Eisenträger, lege ich nicht auf die Seite raus, sondern nur auf die Seite, denn dieses Band, das geben wir nur bis hier oben hin für die Greifarmteile. Die brauchen nur die Eisenstangen. Und das funktioniert dann recht gut. Wir könnten sogar hier das Ganze noch etwas optimieren, indem wir das hier so machen. Und hier sind wir bald voll. Und da oben fehlt es uns hauptsächlich an Zahnrädern. Und auch die Automatisationskerne, aber die hängen eben auch an den Zahnrädern dran. Gut, jetzt wo wir dieses Setup haben, muss ich hoffentlich in Zukunft weniger von Hand kraften. Und nächstes Mal können wir schauen, was wir denn brauchen, um die nächste Farbe von Kärtchen hinzubekommen. Also bis dann und tschüss!